Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Ava Aquatica. Und da werden wir gleich den verlockenden Chor der Pegasus. Und wir haben noch ein paar Sachen hier im Inventar, die ich hier gerne loswerden wollte. Schleim. So. Das Buch, das kommt da, der Faden kommt noch dahin. Und die Pfeile kommen auch dahin. Und die Knochen ebenso. Das Bett nehmen wir mit. Das Holz, das lassen wir mal hier. Und das Obsidian, weiß ich, ob wir das hier mit drin haben. Oder haben wir das? Guck mal, hier ist auch das Quarz. Wir haben erstmal den Granit haben wir hier. Und der Nether-Truhe. Ich pack das mal mit in den Nether. Na, hier sind zwei leere Boxen. Ich tue die hier mal mitnehmen. Und ich würde meinen, wir nehmen auch mal eine effiziente Hacke mit. Wie viele Level haben wir? 10. Ich nehme mal den mit. Oder Glück. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Effizienz packe ich erstmal hier rein. Oi. Und da will ich meinen, wir nehmen uns noch ein paar Enderaugen mit. Enderperlen. Und einen Kürbiskopf, einen geschnitzten Kürbiskopf. Hier haben wir Enderperlen, 6 Stück. Nun gut. Mit einer Schere. Haben wir hier irgendwo noch eine Schere? So. Nee. Will ich ihn auf den Boden stellen oder was? Oh ja. Na dann. Da ist das so. Die Perlen lasse ich mal hier. In den Tower weiter oben, meine ich natürlich. Oben so, den geschnitzten Kürbis, ja. Und dann mache ich mich mal auf Richtung End. Es wird gleich Nacht, da gehen wir noch mal schlafen. Inzwischen sind wir ja alleine. Jetzt haben wir ja so Brücken gebaut. Das lässt sich jetzt auch viel einfacher hier überqueren. Und irgendwann können wir hier mal so Querfelder einlaufen. Da ist alles umso besser. Komm, schaffen wir es in das Bett noch? Schnell! Ja, super! Ich nehme trotzdem mal hier die Abkürzung. Hier haben wir jetzt alles drin. Ach ne, hier vorne fehlen da noch ein bisschen was, wa? Nun gut. Ein bisschen was fehlt ja noch. Aber nichtsdestotrotz. Da hinten ist jetzt die Mauer, oder? Da ist ein Huhn. Ein Huhn. Ich drehe mich nicht so gerne hier. Da tue ich mal so hochlaufen. Lalala. Und das sind wir oben. Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Jetzt sind wir oben.
So. Auf. Hoppla. Das ist immer ein Hundsgrab. Und da schauen wir mal. Ein Glück ist das Wasser hier unten. Wir müssen aber da immer gucken, nicht dass irgendwann mal hier kein Wasser mehr ist. Wir gucken als allererstes mal in den Markt hinein. Ob da jemand was gekauft hat. Hier. Hallöchen. Hier ist Geld drin. Okay, das nehmen wir mal auf der Retoure mit. Auf der Retoure. Hier ist auch was weggegangen. Hier ist was weggegangen. Hier ist nichts weggegangen. Hier ist was weggegangen. Schilder. Ja. Hier ist auch ein bisschen was weggegangen. Cool. Cool. Münzen. Oder wir lassen die Münzen da einfach drinnen. Lassen die einfach drin, die Münzen. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wir wollen ins End. Müssen wir hier nach oben. Da müssen wir hin ins Herlager. Okay. Müssen wir durch das Wassertor springen. Was auch ziemlich cool ausschaut. So, da laufen wir mal hier lang. Über ein paar Schleichwege. Ui. Ein wahnsinniger eiserner Kerl steht dort oben auf der Schule. Gibt's hier was im Mülleimer? Nee. Kartoffeln. Ich habe das Zugehen gar nicht mehr richtig gehört. Okay, wir nähern uns dem Kern. Klick, klick, klick. In der Poststelle, wa? In der Poststelle, da haben wir doch noch einen ganz alten Briefkasten drin. Kann das sein? Oh, hier fährt was. Postamt. Guten Tag. UFO-Mann, Utopia. Joe Slow, Dschungelcamp, Powerplayer, Quellenkopf. Zordan, LO1ZB, Mulenia und Malkondo, Mesmesheim. Ja. Schaut's mal. Hier drinnen, hier ruckelt's ganz schön. Achso, wir wollten ja gucken, ist da was drin? Ein Ei. Da ist nicht wirklich ein Ei drin. Ist überall ein Ei drin? Nee. Wer hat mir denn ein Ei in den Briefkasten gelegt? Was zum Teufel? Was soll ich denn mit diesem Ei? Aber nee, das machen wir nicht hier. Das tun wir hier
in den Hühnerstall einwerfen. Oder tun das einfach hier mit hinein. Nämlich hier sind die Hühnchen. Kommt man irgendwie nach oben? Von oben, ne? Muss man andersrum laufen. Also ist das ja eine Angelegenheit der ganzen Schose. Ja, meine lieben Freunde. Das ist uns Grab hier. Im Treibeland. Klick, 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 klick. Und wir haben hier. Ah, wir können ja mal hier vorbeischneiden. So. Guck mal. Zeon hat es, glaube ich, schon erwähnt, vor langer, langer Zeit. Ich habe mal hier ein Stockwerk oben drauf geknöpselt, wo die aktuelle Stunde übertragen wird von da aus. Klopf, klopf. Hallo, hallo. Und da kann ich euch mal gern zeigen. Hier fehlt ein Block. Das wollte ich auch zeigen. Das war ich nämlich nicht. Wie das ausschaut. Ist eh eine schöne Aussicht, wenn man hier so rausschaut. Ist schon ein schöner Strand. Ach, hier sind wir schon. Hier ist das Außenstudio Grab der aktuellen Stunde. Und das schaut so aus hier, aktuelle Stunde Emeraldien. Und da habe ich dann hier so einen schönen Ausblick. Auf das Atrium eines der neuesten Gebäude. Und hier hinten das Villenviertel mit der wieder von der Annie, von der Fino, die steht daneben. Und da hinten steht die vom Kyle. Das ist vom Tomcat. Ich muss es mir von da anschauen. Ich weiß gerade nicht von aus dem Kopf. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ah, und hier oben, da habe ich hier alles ausgeleuchtet. Für den nächsten, der eine Etage drauf bauen möchte. Hier hinten ist mal kurz ja, ist ja wie ein großer Aussichtsturm schon, ne? Hier ist der Stadtteil Fahrland. Schaut auch schön aus. Hier ist die Formel-Schweins-Strecke, die durch den Wald führt, wo hier, wo die drei Kürbisse stehen, da ist der Welteinstieg gewesen vor etlichen Jahren. Ja, wenn man jetzt so hier rüber schweift, das ist uns Grab. Und mit dem Turm. Schaut schon schick aus. So, tun wir hier wieder nach unten laufen, immer im Kreis entlang. Eine Etage weiter hier unten drunter ist übrigens so, das ITV-Studio, wo ich ein paar Fackeln reingestellt habe, weil hier ständig Monster drin gespawnt sind. Ich hatte nämlich keine Lust, dass hier ein Creeper explodiert. War zum Glück auch keiner, waren bloß Skelette drin. Hier ist das Formel-Schweins-Studio. Mit dem Streckenverlauf der Formel-Schweins hier in uns Grab. Auch sehr schön. Ja, und hier ist wie so eine Art Büro sind hier zu Arbeitsplätzen, wo die ganzen Studios geschalten werden. Ne? Die ganze Lichttechnik und alles ferngesteuert wird. Wie nennt man das?
Wie nennt man das? Regie. Oder? Oh, hier ist ein ganz kaputter eiserner Kerl. So, jetzt schauen wir mal, was das für eine Botschaft war. Keine Botschaft. Für eine Residenz. Muss schon wieder husten. So. Das war doch meines Erachtens nach der Keil, der hier wohnt. Ja, genau. Die Villen werden auch immer schöner. Hier ist von Elysion mit der Vertäfelung, das gefällt mir sehr. Super. Und die ist vom Massini. Finde ich auch sehr hübsch. Sehr massiv, schaut so aus durch die im Wasser stehenden Säulen. Und von hier hinten, da, die ist vom Logan. Der hat einen wunderschönen Aussichtsturm, wie ich finde. Und wir gehen jetzt hier weiter. Durch den Sumpf. Und ich muss was essen. Durch den Sumpf ins Herlager. Decke ich auch mal ein bisschen Karte mit auf hier, ne? Jojo, so ist das. Da oben sind schon die Fahnen vom Herlager. Da haben wir auch irgendwo unser Zelt. Da können wir mal schauen, ob da noch was drin ist, aber ich glaube nicht. Zelt war irgendwo hier hinten. Da ist das grün-gelb, war das? Oder gelb-grün? Genau, bitte, Cedric. Aha, aha. Jo. Tun wir hier nochmal schlafen. Und so mal alles Unnötige, was wir jetzt nicht brauchen, im End hier lassen. Das lassen wir jetzt hier. Brauchen eigentlich alles, oder? Außer dem Milcheimer. Den Milcheimer. Die zwei Schalker-Boxen. Brauchen wir eigentlich sonst nichts weiter. Die Uhr brauchen wir auch nicht. Das Bett brauchen wir auch nicht. Auch eigentlich nur das, das und das. Na, meine lieben Freunde, will ich sagen, wir gehen da in der nächsten Folge ins End. Könnt ihr euch schon freuen. Und ich verabschiede mich. Bis dahin, euer Cedric. Bye bye.